My stomach is growling, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, ganz genau, die Zutaten stehen hier schon bereit für mein Mexican One-Pot-Rezept. Und vorne, was gönne ich mir als erstes natürlich immer? Ein Bier. Und ein netter Fan hat mir diesen letten Humpen geschenkt beim letzten Seminar. Ja, der gute Bahnhof Frechen hier, Gleisbrauer hier. So, stellen wir uns mal hier ab hier. Da würde ich sagen, wenn der Dampf da rauskommt, einfach fantastisch und rein ins Glas. Ist das nicht ein schöner Anblick, wie das Bier schön langsam aufschäumt? Einfach ein Genuss für die Ohren und auch die Augen. Da braucht man gar nicht mehr ins Theater gehen. Zindomat 5000. Nehmen wir uns mal ein Schlückchen hier. Ah, auch ein edles Tropfchen hier, das Gleisbier oder das Bahnhofsbier hier. Ja, starten wir, würde ich mal sagen, mit dem ganzen heißen Stuff. Wir schütten es einfach der Reihe nach hier rein. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ah, her damit. So. Hier haben wir mal Chorizo hier, so 200 Gramm Aufschnitt hier. Dann mal rein in diesen Pott. So, daneben habe ich natürlich noch, warte, kommt sofort, erstmal die Chorizo hier weg. Nämlich jetzt wird es Zeit für den Einspieler und der kommt jetzt. Bei der Macht vom Bacon! Ich habe die Kraft! Das gibt eine gute Grundlage hier. Ab in den Hals. Oh, köstlich. Sehr deliziös. Also geht's mal weiter hier. Paprika. Nicht zu verwechseln mit Johnny Po. Und Maisomat. Zwiebeln hier, ein bisschen hell geworden. Da macht er nichts. Und hier ein paar grüne Chilis. Und ein paar geschredderte Tomaten. Und oben auf eine ordentliche Ladung Bohnen. Jetzt das Fleisch, Freunde. Nimmt man sich so ein Tellerchen. Und dann, zack. Einfach hier so ein bisschen verteilen natürlich. Fleisch ist ja auch unten drunter, versteckt. Jetzt drücken wir das hier noch so ein bisschen platt hier. So. Es ist wieder Zeit für ein bisschen Samba Ölekomat. So, schönes Löffelchen. Klatsch. Klatsch, klatsch, fertig. Ja, Freunde, ich nehme mir eins von meinem Prototyp-Gewürz. Johnny's Mexican Spice. Demnächst im Handel, wenn es nicht jetzt schon passiert ist. Mal sehen. Ganz genau, eine schöne Ladung draufballern. Ja, demnächst kommt das in den Shop natürlich. Aber ihr könnt in der Zeit auch was anderes nehmen, was ihr gerne möchtet. So, schön reichlich, Freunde. Läuft's doch. Deckel drauf und Heat! Ja! So, drauf, ja! Das Luder. So, jetzt haben wir hier Kohle hier. Kleiner Anzündkamin mit Minecraft-Kohlen. Ja, ich schütte ein paar auf meinen Dutch-Tisch hier. Und dann verteilen wir die hier nochmal schön. Dann legen wir erstmal den Topf drauf und dann den Rest oben drauf legen. Kohle oben drauf und dann einfach datschen lassen. Ganz einfach. Ein paar drauflegen. Schauen wir mal, was passiert. So, circa anderthalb Stunden hier. Dann sieht das ungefähr so aus. Die Kohle ist abgebrannt. Der Topf ist eh noch heiß. Ich muss einfach mal reingucken. Ich blase mal ein bisschen alles weg. So, Topf nehmen. Und gucken wir mal drin, wie es aussieht. Angeboxt. Ja, wenn das Ganze so aussieht hier. Dann rührt er das ganze Ding um. Die Gewürze verteilen sich, das Fleisch fällt auseinander. Oh ja, yeah.
und das Gemüse, das mischt sich natürlich dazu, aber die Girls wollen mitessen, Freunde. Ja, oh, ist das ein Anblick. Diese Farben. Jetzt nehmen wir so ein Shotgun Shell hier als Maiskolben getarnt und packen das in diesen Shell. Ordentlich einen Löffel rein hier. Ja, noch einer geht hier. Ganz schön hell geworden, aber ich besser nach. So, oben drauf. Sour Cream natürlich, dritte Hand hier gleich. Aber erstmal eine Ladung Käse hier. Mit ordentlich Mozzarella drin. Und jetzt kommt die dritte Hand des Sour Cream hier. Oh, seht ihr das? Haha. Ja, und dazu ein bisschen Grünzeug zum Tarn. Für die Girls. Jetzt essen sie es. Und hier quasi der Drehteller außer Hand. Links saue ich mich schon ein hier. Freunde, ihr braucht ein Lätzchen. Rezept in der Infobox. Ballert euch rein. Haha. Ja! Man muss, Freunde, immer den Mund zum Taco-Shell befördern und nicht umgekehrt. Also quasi so. Wann dort man sich nicht ein? Geil. Leute, ballert euch nach. Schnell und einfach. Mmh. Oh. Anbiss. Leute, guckt's euch an. Ein kleiner Lümmel, aber sehr gut im Geschmack. So, die dritte Hand darf auch nochmal zugreifen hier. Ich filme sie mal gerade hier. Ja, soll ja jeder nicht zu kurz kommen und hier kann man sich ordentlich was reinschieben ins Fressbrett. Käse drüber und natürlich hier die Sour Cream für euch. Und ein bisschen Grünzeug zur Tarnung. Ganz genau. Und rein in den Hals. Da ist er. Boys and Girls, lasst den Daumen nach oben brennen. Und ballert euch ein, nicht vergessen. Abonnieren nicht verpassen. Und ich hoffe, das kleine Video hat euch wieder gefallen. Bis bald, Freunde. Ja!